Okay, guten Tag und danke dafür, dass Sie heute reinschauen. Mein Name ist Emil Nedev und als Gründer der Zahnpflege- und Zahnarztplattform Dentalace möchte ich Sie heute bei uns begrüßen. In den nächsten rund 5 bis 10 Minuten möchte ich Ihnen aufschlüsseln, was für neue und zusätzliche Werbemöglichkeiten und Flächen wir für Dentallabore und Zahntechnikermeisterbetriebe ausgebaut haben. Und diese bieten wir dann auch ab dem 1. Februar 2021 an. Also schauen wir uns mal kurz zu Beginn nochmal die drei Fixpunkte an unserer Wertvorstellung für Ihr Unternehmen. Also Nummer eins, bei uns geht es wirklich darum, Ihnen bei der Neukundengewinnung zu helfen. Und zwar durch ein wirklich starkes, vertrauenserweckendes Online-Auftreten, aber auch natürlich durch Online-Werbemaßnahmen. Nummer zwei, wir möchten Ihren Profit maximieren, denn wie gesagt, jedes Unternehmen braucht einen Profit, um weiter zu bestehen und zu wachsen. Das ist uns bewusst und deswegen haben wir nicht nur unser Angebot, sondern auch unsere Werbestrategien entsprechend ausgelegt. Der dritte Punkt, Marketingkosten einsparen. Hier geht es wirklich, also die Verbindung zum zweiten Punkt ist hier gegeben. Einerseits zur Profitmaximierung, andererseits möchten wir natürlich Ihr Marketingbudget so gut wie möglich einsetzen. Und wie Sie vielleicht wissen, wenn Sie bei den gängigsten Suchmaschinen online oder bei Social Media oben aufscheinen möchten, dann kann das rund 30, 40, 50 oder mehr Euro im Wiener Raum kosten. Und zwar pro Tag. Bei uns würden wir eigentlich dieselben Maßnahmen und mehr für Sie einsetzen. Und das wäre natürlich Zeit oder Teil der Mitgliedsgebühr bei uns, die um einiges niedriger auf einer monatlichen Basis ausfallen wird. Also mit anderen Worten, Sie sparen Geld und Einsatz und gleichzeitig bekommen Sie dieselben oder bessere Resultate. Schauen wir uns jetzt die drei neuen oder weiteren Kanäle an, die wir für Werbekampagnen ausgebaut haben. Nummer eins wäre ein Blogbeitrag und wie Sie vielleicht schon wissen, können wir mit einigen unserer Partner zusammenarbeiten, um Beiträge zu gewissen Themen Ihrer Wahl, sagen wir, zu schreiben, in unser Portal aufzunehmen und dann auch zu vermarkten. Was wir hier anbieten möchten, und Beispiele gibt es unter diesem Link oder hinter dem verlinkten Bild hier unten. Was wir hier machen möchten oder Ihnen anbieten möchten, ist es, so einen Beitrag zu einem gewissen Thema zu schreiben, das Sie wirklich als Experte auf einem Spezialgebiet hervorhebt. Also wenn Sie zum Beispiel sich auf Implantate spezialisieren, Zahnspangen und so weiter und so fort, dann könnten Sie zu diesem Thema mit uns einen Beitrag schreiben und sich dadurch einerseits natürlich bei Ihren potenziellen Kunden als Experte hervorheben, andererseits natürlich, wie gesagt, dadurch der Geschäftsanbahnung der zukünftigen aushelfen. Der zweite Punkt, ein Videobeitrag. Hier geht es wirklich darum, dass Sie, wie bereits erwähnt, sagen wir mal, die Vorzüge Ihres Unternehmens und die Spezialgebiete auch wirklich hervorheben. Der Punkt, den ich hervorheben möchte, ist, dass diese Videos eigentlich zum Teil als Zusatz zu den Blogbeiträgen zu sehen sind, denn Schrift und Video gehen eigentlich ganz gut Hand in Hand und dadurch bekommen Sie auch sagen wir mal, das maximal mögliche Resultat. Wenn Sie natürlich ein Video, nur ein Video machen möchten oder entweder uns eins einschicken oder von uns eins gemacht haben möchten, können wir das auch tun. Aber ich würde das wirklich als Kombination hier ansehen. Beispiele für relevante Videos dieser Art können Sie hier und natürlich hinter den Bildern verlinkt anschauen. Die sind für unsere Plattform derzeit gehalten. Aber wie gesagt, solche Art von Videos wäre natürlich auch für Sie und Ihren Zahntechnikbetrieb eine Möglichkeit, um dadurch natürlich die Vorzüge Ihres Unternehmens und auch natürlich Ihre Spezialgebiete hervorzuheben. Der dritte Punkt wäre Ihr eigenes Newsletter. Und wie Sie wissen, bekommen mittlerweile 600 Zahnärzte rund im Wiener Raum unser Newsletter zweimal pro Monat. Unter anderem auch sehr viele Zahntechnikerbetriebe, wahrscheinlich auch Ihre. Und deswegen wissen Sie höchstwahrscheinlich, wie das Newsletter ausgebaut ist. Sie müssten natürlich bei diesem Newsletter die sogenannte Mindshare teilen. Denn wir inkludieren da mehrere Inhalte, die wir monatlich und eigentlich wöchentlich ausbauen. Also neue Blogbeiträge zu neuen Themen, neue Partner und so weiter und so fort. In diesem Fall würden wir Ihnen anbieten, eine Newsletter-Sendung nur für Ihr Unternehmen allein aufzubauen. Und in dieser Newsletter-Sendung, wie ich Ihnen später gleich zeigen werde, werden dann natürlich Ihr Video und Ihr Blogbeitrag gegebenenfalls, je nachdem, was Sie aussuchen, als sogenannter Featured Content enthalten. Und dadurch würden Sie natürlich sagen wir mal, den maximalen Eindruck bei potenziellen Neukunden schaffen. Schauen wir uns erstmal kurz die Blogbeiträge an, die ich erwähnt habe. Hier gibt es drei Ansätze, die wir Ihnen anbieten möchten. Wenn Sie einen Hybridansatz besprechen möchten, sind wir natürlich auch dazu offen. Aber generell würden wir unsere, sagen wir, Blogbeiträge in diese drei Kategorien hineingeben. Nummer eins, was wir nennen wir beratungsorientiert. Also in diesem Fall die Neugewinnung von Zahnarztkunden für Zahnlabore wäre ein Beispiel.
für einen Beitrag, den wir in dieser Kategorie geschrieben haben. Der Punkt hier ist wirklich, dass es Lesern oder Neukunden bei, sagen wir mal, der Optimierung ihres Unternehmens hilft, entweder ihrer Praxen oder in diesem Fall ihrer Zahnlabore. Und sie geben da wirklich, sagen wir mal, Wert weiter durch ihre Erfahrung und dadurch stellen sie ihre Firma als Expert oder als Experte da online. Und das hilft dann natürlich auch bei der Neukundengewinnung, denn dadurch machen sie sich einen guten Namen. Der zweite Punkt, Experteninterviews. Da haben wir einige mit einigen unserer Zahnarztmitglieder. Hier ist eins mit dem Herrn Dr. Reinhoff verlinkt. Und der Punkt hier ist wirklich ähnlich. Also durch dieses Interview geben sie zum Teil Wert weiter, dass ihre Neukunden, ihren Neukunden oder potenziellen Neukunden helfen kann. Und gleichzeitig können sie entweder sich selbst oder einen ihrer Mitarbeiter in Szene setzen als Expertenansprechstelle. Und das hilft dann natürlich idealerweise auch bei der Geschäftsanbahnung. Der dritte Punkt ist eigentlich direkt, wie man sagen würde, direkter Marketing-Inhalt oder Marketing-Content. Hier haben wir ein Beispiel verlinkt. Hier geht es wirklich darum, dass wir Ihr Unternehmen, Ihr Logo und natürlich Ihre Produkte so eindeutig und so direkt wie möglich hervorheben. Also da geht es nicht um einen, sagen wir mal, eine Wertweitergabe, die Interesse bei Neukunden erregen sollte, sondern hier geht es wirklich darum, dass wir Ihr Unternehmen und Ihre Produkte so klar und eindeutig wie möglich in Szene setzen. Also das können wir natürlich auch machen. Und wenn Sie eine Kombination, wie gesagt, haben möchten oder an einer Kombination interessiert sind, dann können wir das auch gerne besprechen. Schauen wir uns jetzt mal den Videoansatz an. Und ich mag da eigentlich ganz gerne den Ansatz, also in dreien sozusagen. Und deswegen haben wir hier drei Kategorien wieder. Der erste Typ wäre ein konsultatives Video. Also mit anderen Worten, wie helfen Sie oder wie hilft Ihr Unternehmen dem Unternehmen Ihrer potenziellen Neukunden aus mit dem Betrieb? Als Beispiel habe ich hier ein Video hineingegeben, das für unsere Zahnarztmitglieder bestimmt ist. Also wir haben da ein Spezialangebotsfunktionsknöpfchen eingebaut, das dabei hilft, unseren Zahnärzten dabei hilft, Angebote mit besseren Konditionen zum Teil an Patienten anzubieten und dadurch mehr Patienten zu gewinnen. Da erklären wir natürlich, wie das dann mit dem Praxisbetrieb hilft, denn in diesem Fall hilft das dabei, mehr Termine auf einmal nicht nur zu gewinnen, sondern auch auf den Kalender zu bringen. Und das ist natürlich bequemer sowohl für die Zahnarztpraxis als auch für den Patienten. Also so eine Art von Video oder so eine Art von Inhalt können wir auch gerne mit Ihnen zusammen aufbauen. Und dadurch können Sie eigentlich ganz eindeutig nicht nur Ihr Unternehmen an potenzielle Neukunden weitergeben, sondern auch eine ganz klare Message darüber, wie sie Neukunden helfen können. Der zweite Punkt, resultatbezogen, wie der Titel so schön sagt, hier geht es wirklich darum, Erfolgsstatistiken oder sogenannte Case Studies mit anderen Kunden an Neukunden weiterzugeben. Und wie gesagt, Erfolgsstatistiken, also alles, was Sie quantifizieren können, alles, was quantifizierbar ist, ist natürlich ideal. Und da würden wir Ihnen helfen, das natürlich ideal in Szene zu setzen. Oder wenn Sie selbst ein Video machen möchten und es uns einschicken, dann wäre das natürlich der Idealfall. Denn dann würden wir das einfach in unsere Marketingkanäle einbinden und für Sie an potenzielle Neukunden weitergeben. Der dritte Punkt, das nennen wir funktionsbezogen. In diesem Fall, welcher unikale Mehrwert wird in Ihrem Unternehmen gefunden für Neukunden? Also das ist zum Teil konsultativ, aber der Unterschied hier ist wirklich ganz spezielle Eigenschaften oder Dienstleistungen oder Fähigkeiten entweder von Ihnen oder Ihrem Betrieb hervorzuheben, um eben sozusagen ein abgesetztes oder ein differenziertes Online-Auftreten zu haben und dadurch Neukunden zu gewinnen. Schauen wir uns jetzt die Newsletter oder den Newsletter-Ansatz an. Also wie erwähnt, hier geht es darum, dass Sie ein eigenes Newsletter bekommen. Wenn Sie bereits auf unserer Newsletter-Liste sind, dann wissen Sie natürlich, wie unsere Newsletter aufgebaut sind. Sie müssten, wie gesagt, Mindshare, wie hier erwähnt, teilen, denn da haben wir auch weitere Inhalte drinnen. Wenn Sie noch nicht angemeldet sind, können Sie gerne auf das Bild klicken und uns eine Nachricht schicken und dann würden wir Ihre E-Mail-Adresse an unsere Mailingliste anhängen. Kurzum gesagt aber, in diesem Fall würden wir entweder einen Artikel, den wir mit Ihnen schreiben oder den Sie uns zuschicken, und oder ein Video hier verlinken, natürlich Ihr Banner und Logo. Und das ganze Newsletter inklusive Headline wäre für Sie designiert. Und dadurch können Sie an über 600 Zahnärzte im Wiener Raum quasi Ihr Unternehmen individuell weitergeben. Also Sie würden nicht eines von vielen in unserem Newsletter sein, sondern das wäre wirklich Ihr eigenes Newsletter, das für diese Kunden direkt ausgeschickt wird oder potenzielle Neukunden ausgeschickt wird und dadurch hoffentlich Sie und Ihre Firma so eindeutig wie möglich präsentiert.
Schauen wir uns jetzt kurz nochmal zum Abschluss die, sagen wir mal, die Preise für diese neuen Werbemöglichkeiten an. Und bevor wir da eigentlich ins Detail gehen, möchte ich Ihnen sagen, dass generell unserer Meinung nach ein Blogbeitrag oder mindestens ein Standalone oder ein Video quasi die Basis für unsere neuen Werbeansätze darstellt. Denn wenn Sie zum Beispiel ein Newsletter dazu haben möchten, dann brauchen Sie Inhalt, einen gewissen Inhalt, der in diesem Newsletter hervorgehoben wird. Und deswegen nennen wir es Beitrag Plus oder Beitrag und Video Plus. Also wenn Sie nur einen Beitrag haben, dann können wir ein Newsletter darum rundherum aufbauen. Wenn Sie ein Video und einen Beitrag haben, dann umso besser. Und dadurch können wir diese Newsletter ausschicken. Im Sinne von Video, wie gesagt, Sie könnten nur ein einzelnes Video produzieren oder von uns produzieren lassen und das dann marketieren. Da bräuchten Sie nicht unbedingt einen Blogbeitrag dazu. Wäre ratsam, unserer Meinung nach, aber die könnten trotzdem ein einzelnes Video dennoch weitergeben, als Marketing-Content sozusagen. Wenn Sie einen Blogbeitrag-Zusatz haben möchten, dann wäre das natürlich ideal, denn dann würden wir das Video in den Beitrag einbinden und auch natürlich separat weitergeben und dann gibt es Cross- oder Querverlinkungsmöglichkeiten zwischen diesen zwei Inhaltstypen. Wenn wir uns die Beiträge anschauen, also hier geht es wirklich darum, wie erwähnt, einen Beitrag für Sie zu schreiben oder einen Beitrag, den Sie schreiben, zu veröffentlichen, je nachdem, was Sie möchten. Und wenn das dann natürlich, sagen wir mal, nach einer Pilotphase gut funktioniert, können wir natürlich auch eine Reihe anbieten. Also jedes Quartal zum Beispiel, jeden Monat, je nachdem, wie viele Inhalte Sie weitergeben möchten an neue Klienten, an neue Kunden. Das können wir dann besprechen. Und natürlich preistechnisch werden da auch Diskontoptionen basierend auf, sagen wir mal, Häufigkeit zu besprechen. Wenn Sie einen sogenannten Custom, eine sogenannte Custom-Option haben wollen, dann können wir das natürlich auch besprechen, wie hier unten erwähnt. Aber generell ist unserer Meinung nach dieses schrittweise Angebot hier oben so flexibel zu sehen, dass es Ihnen die Möglichkeit gibt, das so aufzubauen, wie Sie wollen. Und wie gesagt, Sie können entweder eine Reihe haben oder einen, sozusagen einen einzelnen Beitrag oder ein einzelnes Video als Pilotprojekt anfangen und dann schauen, wie es geht. Wir wären natürlich immer dabei, um Ihnen zu helfen, Ihr, sagen wir mal, Ihr optimales Paket auszusuchen und dann natürlich umzusetzen. Und damit wären wir schon am Ende. Also danke nochmal für Ihr Interesse. Wenn Sie Fragen haben oder idealerweise mit uns arbeiten möchten, dann können Sie uns gerne hier über E-Mail oder über Telefon erreichen. Wir wären dann spätestens innerhalb von 24 Stunden mit einer Antwort parat. Und dann können wir natürlich in weiterer Folge auch entweder telefonisch oder über Online-Apps wie zum Beispiel Skype, Zoom und so weiter in Verbindung treten und weitere Maßnahmen besprechen. Also hoffentlich, wie gesagt, fanden Sie das interessant. Danke nochmal fürs Reinschauen und für Ihre Zeit und hoffentlich auf bald bei unserer Plattform. In diesem Sinne, viel Erfolg und alles Gute.